Was geht ab? Fati wieder am Start. Willkommen zum neuesten Unboxing-Video. Ah, Riba, Freund der Sonne, I Love Money präsentiert das Atzen-Album von meinem Bruder King Orgasmus One. Welcome to the Hood in der limitierten, warte, ich sag's dir, Support 69 Gangbox. Hier ist das Prachtexemplar. Freund der Sonne, richtig geile Box. Ich habe schon ein paar Inhalte schon gesehen und ich muss sagen, 100% richtig Baba-Qualität, sein Großcousin, ich küsse deinen Nippel. Naja, das ist der Butterfly für Arme, er zerschnibbelt, zersägt, zerschneidet jede Box. Jawohl, wir packen das jetzt gemeinsam aus und ich zeige euch mal, was wirklich in der Box drin ist. Naja, ich mache das jetzt auf, zap, zap, und Freunde der Sonne, ey, die Musik habe ich mir definitiv gestern Abend über Spotify reingezogen. Ich muss sagen, ey, ehrlich, mein kleiner Pimmel, ne? Der ist richtig so helikopterdick gegangen, Alter. Richtig flöten gegangen. Und ich muss sagen, diese Box, wenn ich die ausgepackt habe und das Video gedreht habe, werde ich das nachher in die, die Olga auch mal zeigen, damit die es auch von innen sieht. Ja, ja, die Olga, ey, die habe ich gestern Abend, rattert, ne? Und dann hat die gesagt so, ey, du musst die Box von Orgi klären. Ich habe gesagt, Habibi, ich habe die schon. Ich habe schon 2 Stück auf den Nacken bekommen von I Love Money. Dankeschön, ich küsse euer Herz, Habibis, richtig korrekt und ja, Freunde der Sonne, ich zeige euch mal einfach ganz simpel, wie die Box aussieht. Das ist das Boxcover, richtig edel, ne, Moment, lass mal selber betrachten. Ja, Welcome to the Hood steht drauf, das ist das Evil Head Cover von dem Merch von Orgi und I Love Money Cover. Hoffentlich habe ich das richtig so ausgesprochen. Falls ihr Verbesserungen habt, schreibt in die Kommentare eure Meinung und hatet mich, ihr Pisser. Okay, auf jeden Fall, so sieht das aus. Richtig geil. Von der Seite steht King Orgasmus One und auf der anderen Seite ebenfalls. Freunde, so ein kleiner Tipp. Hier an der Seite haben wir noch eine Box. Aber wenn ihr Bock habt, wenn ihr lieb seid, einmal einen Daumen hoch und ja, ich verlos die. Ende des Videos. Aber mehr gleich zu. Naja, auf jeden Fall von der Rückseite steht der Boxinhalt. Aber nicht spoilern. Ich will nicht spoilern. Und ja, ansonsten, ja, sieht es so aus. Schön viereckig. Jetzt packe ich die Box mal aus und schau mal gemeinsam, was der Atze richtig reingepackt hat in die Box. So. Moment. Der geht schwer auf. Reingeschissen. Auf jeden Fall so von innen, ne? Auf jeden Fall so sieht das aus bei Roswitha. So sieht es auch bei ihr Loch aus. So schwarz. Naja, schöne Grüße, Roswitha. Ne? Hast viel reingejockelt bekommen. Naja, auf jeden Fall. Edel. Fangen wir ganz locker an. Ich zeig das wie eine Präsentation von QVC, sein Großcousin. Darum macht kein Auge, wenn ich alles einzeln zeige. So, auf jeden Fall das Poster. Moment. Das Cover von der Box oder vom kompletten Album. Ich bin mir sicher. Ja, doch. Komplette Design vom Album und so. Naja, auf der Rückseite. Ui, da ist der Prachtexemplar. Mashallah, wuh! Orgi, Bruder, sieht sexy aus. Ab in die Olga. Gefällt mir auf jeden Fall. Geiles Porträt. Ein kleiner Tipp, kauft euch einen Bilderrahmen. Dann packt ihr diese wunderschönen Poster da rein. Da habt ihr qualitativ 100% Baba-Qualität reingeschissen. Auf jeden Fall, schönes Poster kann man aufhängen. An die Damen unter euch, übers Bett hängen und dann gib ihm, ne? Du weißt, Lotti Carotti. So, als nächstes haben wir noch wunderschöne Stickers. Oh, sehr viele Sticker am Start. Freunde der Sonne, ich zeig euch mal alles. Jeweils immer 2 Stück. Einmal I Love Money Record Sticker. 1, 2, ne? Als nächstes haben wir noch hier. Oh, das müssen wir gleich machen. Da, bewahre, ja, yeah, Sticker. Also, Evil Head. Richtig geil. Nummer 2. Wo ist der zweite? Aber wo ist der andere? Ach, der ist hier unten, Moment. Hier, der zweite, zur Seite mit dir. Und einmal das Cover. Nummer 3, ne, zweimal jeweils. Als nächstes haben wir hier noch, was ist das denn? Eine Karte, hoffentlich ist da kein Code drauf oder, Achso, das ist so eine Line-Card, ne? Ihr wisst, was ich machen. Zum Beispiel, wenn ihr Erdnüsschen habt zu Hause. Ihr nehmt Erdnüsse in der Hand und macht mit dieser Karte zerkleiner, zack, 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 schöne, gerade Linien und dann gib ihm durch die Nase. Oder, wenn du ein Butterbrot hast, also so ein Butter mit Brot, ne? Und dann machst du einfach so oben drauf und dann zerkleinerst du das und machst so kleine Häppchen so nehmen. Aber kleiner Tipp, ansonsten geile Karte kann man nehmen, ne? Zap, zarab. Gefällt mir. Nice, Freunde Sonne. Das ist schon mal ehrlich. Und ich finde das geil. So Kleinigkeiten machst du aus. Meiner Meinung nach. Als nächstes die Tourdaten. Ne, check das ab. Auf jeden Fall geht auf die Tour. Auf den Nacken. Okay, nicht auf den Nacken, aber trotzdem. Geht dahin. Ihr werdet eine richtige Party bekommen. Und vielleicht die ein oder andere Dame wird von Orgi. Du weißt. Also geht dahin. Gib ihm auf jeden Fall. Nice.
Merch auf Nacken. Ist auch nicht auf Nacken, müsst ihr kaufen, aber trotzdem auf Nacken, gönnt euch. Yes, Baby. Als nächstes, jetzt kommen wir zum kollektativen Textilprodukt, Damen und Herren. Der wunderschönen, Welcome to the Hood, Cappy oder Base Cap. Yes. Auf jeden Fall, mir gefällt's, ja. Ihr seht selber, ich bin Kappenträger und hier sieht das Logo so aus von der Sonne. Schön draufgestickt, sieht Baba aus. Ja, gefällt mir. Doch, ist 100% Känguruhuden. Ja, doch, Hoden ist das, oder? Ja, doch, die sieht man im Fell. Ja, vom Hoden, vom Yeti-Fell. Yes, gefällt mir auf jeden Fall. Richtig edel, kann man nehmen. Ja, was willst du sagen? Support 69, guck doch mal von innen. Das ist geil. Was ist das denn? Ist das ein Sacker oder was? Ah, ne, ist ein kleiner Faden oder sonst was. Ich dachte schon, Sacker von Orgi. Bruder, pass auf. Auf jeden Fall geil, von innen sieht so aus. Und hier ist das Geheimfach. Freunde der Sonne, das ist keine normale Basecap oder sonst was. Nein, es ist eine geheim versteckte Basecap. Bedeutet, hier kannst du deine illegalen oder legalen Sachen rein verstecken. In der Cap drin. Damit keiner merkt, dass du irgendwas für Substanzen oder sonst was reingeschmuggelt hast nach Indonesien. Gefällt mir auf jeden Fall. Hier kannst du einfach alles reinpacken. Hier ist eine kleine Tasche. Zack, zack, tust sie rein und dann, ja, ziehst du es an, dann gehst weiter. Okay, ich zieh die Kappe an. Natürlich, mein Käppi wird weggejockelt, so zap, zap, und wird die angezogen. Achso, die ist ein bisschen zu klein. Auf jeden Fall von hinten ist das so, ne, stellst deine Größe ein. Moment, ich hab dicken Schädel, ne, ist ja normal. Ist ja viel Gehirnmasse drin. Auf jeden Fall, boah, gefällt mir das, du. Wow, ey, ich bin ja richtig H&M-Model für Arme. Ruf mich an, Bitch. Auf jeden Fall, das war's. Reingeschissen. Oder kann man auch so rumtragen? Ich weiß ja nicht. Oder so. Boah, okay, da kommt mein Pony raus. Reingeschissen. Aber geil. Kann man nehmen. So, ich lasse das jetzt an natürlich. Selbstverständlich. Support in the house. Das ist Musik für die Hood. Yo! Woo! Auf jeden Fall 3 CDs, Freunde Sonne. Na, alle, weißt du, was das Geile ist? Alle in einem Plastikcase. Kein Pappschuber-Gedöns oder sonst was. Das ist wirklich Qualität. Alles im Plastikcase. Das ist geil. Das ist wirklich Qualität. Muss mal einen Applaus geben. Einmal Applaus. Yes, Baby. Orgi, du hast gegeben, ey. Schön reingejockelt. So, fangen wir mit der guck mal, die Instrumental-CD hat sogar ein Jewel-Case. Das ist geil, Freunde der Sonne. So sieht's aus. Die Trackliste 15 Stück, wenn ich das so richtig sehe. Und ja, die CD sieht so aus, Freunde der Sonne. Ganz simpel. Ne, kann man nehmen. Geil. Ne, von so. Ne, zap, zap. Und ja, richtig geil. Gefällt mir. Einfach die Instrumental-CD hat einen Jewel Case. Nice. Als nächstes, was ist das denn? Best of Mixtape. Noch ein Mixtape oben drauf. Also genug Musik für die Hood, für die Fans. Wahre Supporter unterstützen diese wunderschöne Box und kaufen den Shit. Okay, die Box ist schon ausverkauft. Darum, ihr müsst Gewinnspiel gleich mitmachen. Ja, nee, das ist wirklich schon out, also finito bambito. Darum, kauft euch die Standard-CD. Wenigstens ein bisschen unterstützen. Oder über Spotify oder irgendwas anderes. Ich weiß ja nicht, was die heutzutage digital andrehen. Auf jeden Fall zieht euch das rein. Richtig geil. Und ja, weitere 12 Tracks. Ne? Richtig geil, Bruder. Richtig reingejockelt hast du in die Box. Das gefällt mir. Schön immer viel Musik pumpen, Freunde Sonne. Jawohl. Auf jeden Fall, ich habe einmal Livestream angeschaut. Kennt ihr den vielleicht? Den Montana Black. Das ist ein YouTuber und Streamer auf Twitch. Da hat er zufällig auch King Orgasmus One eine Musik abgelaufen. Ich weiß nicht mehr, welcher Track das war. Aber dachte ich mir, krass, der feiert den auch. Auf jeden Fall schöne Grüße, Bruder. Richtig reingejockelt hast du. Dass du auch Orgi richtig feierst. Also, ist schon geil. Also, da hat man schon ein bisschen Verbindung aufgebaut. Wenn man schon die gleiche Musikrichtung hat, das gefällt mir auf jeden Fall. Naja, auf jeden Fall, so kleine ist mir eingefallen, muss ich schon erwähnen, reingeschissen. So, weiter geht's. Auf jeden Fall, Freunde der Sonne, das letzte, das Meisterwerk. Ne? Kommen wir zum Album aller Alben. So, Freunde der Sonne, hier ist das Album, Hauptalbum von King Orgasmus One, in einem Pappschuber sogar, noch extra Pappschuber reingejockelt. Oh, das falsch rum. Zap, zap, zap. So sieht das richtige Cover aus. Yes, Bruder. Ah, ne, nicht so. So, reingeschissen. Ich mach 4. Eigentlich Worst Side, ich mach 4. Reingeschissen. Auf jeden Fall geiles Cover. Richtig geil, Bruder. Du bist ein Atze, yo. Du bist ein richtiger Atze. So, lass mal selber betrachten. Boah, geil. Freunde der Sonne, so sieht's aus. Ne?
hier ist ein Dankensage oder so, ne, für die Supporter und die Familie. Und auf der Rückseite nochmal hier die Trackliste, ne, richtig geil. Und ja, jetzt zeige ich euch das Booklet ganz kurz und dann war es schon fast. So, ne, erste Seite, das ist die Trackliste und so weiter, ne, richtig. Zweite Seite und die letzte Seite, Nummer 3, tada, reingeschissen. So, Freunde Sonne, was für eine Box. Meiner Meinung nach qualitativ hochwertig und schön wirklich für die Fans gemacht. Nicht damit man viel Zaster macht, nein, für die Fans, für die Supporter. Schön, ihr seht selber alles im Plastikcase, kein Pappgedöns, reingeschissen. Ein Poster, schön bedruckt, viele Sticker, schöne Cap mit Fischdeck. Die Box allein ist schon sexy, Alter. Was willst du mehr? Und jetzt auf euer Nacken, von meinem Nacken auf deinen Nacken. Die wunderschöne Deluxe-Box kannst du nochmal ergattern von mir. Was ihr tun müsst, alles klar. Was du tun musst, in die Kommentare schreiben, warum du ausgerechnet das Atzen-Album, also die Welcome to the Hood, verdient hast. Die wunderschöne Deluxe-Box. Plus, schreib deinen Instagram-Namen in die Kommentare dazu, ja, damit ich sehe und finde dich auf Instagram. Verstehst du? Ich kann nicht jetzt hier deinen YouTube-Namen irgendwie aufschreiben. Scheiß mal drauf. Schreib deinen Instagram-Namen dazu und dann schreibe ich dich über Instagram an. Ich suche eine Person in 2-3 Wochen aus und ich schreibe dich an, vielleicht, wenn du gewonnen hast, und dann kriegst du die wunderschöne Box auf meinen Nacken. Also, schreib auf, warum du ausgerechnet diese wunderschöne Box verdient hast. Okay? Ich küsse dein Herz von meinem Herz für dein Herz. Euer Fatih, danke fürs Einschalten. Abonnier diesen Kanal, check die Videobeschreibung ab. Ansonsten sehen wir uns demnächst. Adi Allah.